Ja, moin moin, hier bin ich, Kirsten Becker. Ja, viele von euch kennen mich schon durch meine anderen Videos und heute habe ich ein ganz besonderes Erlebnis, ja, Erlebnis nicht, sagen wir mal so. Kennt ihr das, wie gut man sich fühlt, wenn man jemand anders eine Freude machen kann? Wenn man die Dinge tut, die einem Spaß bringen, wie zum Beispiel stricken. Ich stricke für mein Leben gern, ich liebe Fotos machen. Ich liebe so viele Dinge, vor allen Dingen auch jemand anders eine Freude machen. Wir brauchen nicht viel materielle Dinge, um anderen eine Freude zu machen. Und vor allen Dingen sollten wir uns auch immer vor Augen führen, das Leben geht rasant schnell vorbei. Wollen wir diese Zeit vergeuden mit irgendwelchen blöden Dingen, mit Streit und Stress und ja, im Moment passieren ja so viele Dinge auf der Erde. Ich gehe da darüber, also darauf nicht ein. Weil ich mich auf die schönen Dinge konzentriere. Und das kennt ihr doch sicherlich auch. Was ich gebe, das kommt zu mir zurück. Verschenke ich ein Lächeln, kriege ich ein Lächeln zurück. Da fällt mir auch immer diese wunderbare Geschichte ein von meiner lieben Inge. Das ist eine ältere Dame, die wir in Laboe kennengelernt haben vor einigen Jahren. Und daraus ist eine so herzliche Freundschaft entstanden, weil wir sie mit an unseren Tisch gebeten haben. Einige sitzen ja mürrisch an ihren Tischen, wenn man in ein Lokal kommt und fragt man, darf ich mich dazusetzen? Nein, nein, da kommt gleich einer. Und ja, und wir sagen auch, das ist wie ein Wunder. Wir kennen uns jetzt ja knapp 3 Jahre, aber es ist so, als ob wir uns ewig kennen. Auch wenn wir Mut haben, etwas zu tun. Wie lange habe ich gesagt, nein, ich kann meine Videos nicht veröffentlichen. Nee, das geht nicht. Wie zum Beispiel, wir leben ewig oder mein Nahtoderlebnis. Das habe ich früher anonym eben veröffentlicht. Und dann irgendwann hatte ich den Mut, meiner inneren Stimme zu folgen oder meinem Herzen zu folgen oder meiner Eingebung zu folgen, meiner Idee, wie auch immer man das nennt. Und daraus ist so was Großes entstanden. Gestern habe ich auch wieder tolle Nachrichten bekommen, private Nachrichten. Du sprichst mir aus der Seele, schön, dass es dich gibt und das freut mich. Es freut mich so sehr, dass ich mit meinen Erlebnissen anderen Mut machen kann. Und ich sehe da auch keinen Sinn. Wie oft treffe ich auch auf Menschen, die so negativ sind? Einige, die lächelt man an, die lächeln dann zurück und es kommt zu einem netten Gespräch. Bei einigen, ja, wie sagt man so schön, meine Oma sagte immer, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Aber auch diese Menschen sollten bedenken, das, was ich aussehe, das bekomme ich zurück. Es lebt sich doch nicht schön in Trümmern, alles ist kaputt um uns rum. Es lebt sich doch viel schöner in einer Harmonie, mit Liebe und Glück und die Dinge zu tun, die mir wirklich Freude machen. Ja, und da ist dann meine kleine Nichte, die kennt ihr ja auch aus meinen anderen Erzählungen, und mein Neffe. Ich liebe die beiden über alles. Und nun war ja wieder Zeugnisausgabe. Und mein Neffe ist ein toller Junge, für 13 Jahre schon ein sehr, sehr großer Junge, sagen wir mal so. Nicht nur optisch, er überragt mich um einen Kopf, nein, auch vom Inneren her. Und er hat so ein tolles Zeugnis und da habe ich ihn gefragt, was wünschst du dir? Oma Hannelore und ich wollen dir gerne einen Wunsch erfüllen oder möchten dir gerne einen Wunsch erfüllen. Ja, und wie ihr ja auch wisst, meine Mutter ist letztes Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Und bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut, weil man eben auch an die Heilung glaubt. Egal auch, wie lange es dauert, wie lange wir hier auf Erden sind, das wissen wir ja nicht. Aber sollten wir doch jeden Moment, jeden Tag so leben, als ob es unser letzter ist. So, nun habe ich noch meinen Neffen gefragt, was wünschst du dir? Er nannte keine materiellen Dinge. Sein erster Wunsch war, Kirsten, ich möchte, dass es nicht regnet. Ich wünsche mir, dass es nicht regnet, wenn wir zu Karl May fahren, nach Bad Segeberg. Mein zweiter Wunsch ist, dass Oma und du, also meine Mutter und seine Oma, noch lange da sind. Und mein dritter Wunsch ist, ja, der hat mich sehr berührt. Mein dritter Wunsch ist, dass ich heil aus dem Urlaub zurückkomme. Er ist nun mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester in die Türkei geflogen, weil seine Eltern sich gesagt haben, wir lassen uns vom Terror nicht abhalten, davon zu fliegen und sind geflogen. Einige verurteilen das. Ich fand das auch nicht so gut, obwohl ich dann wiederum sage,
Warum soll man sich von Menschen, die einen terrorisieren, die einen Druck machen, davon abhalten, schöne Dinge zu erleben? Und so sind sie geflogen. Und ich weiß, der Wunsch meines Neffens, der erfüllt sich, er wird heil zurückkommen. Und seine Oma und ich werden auch noch lange da sein. Wie lange das auch sein wird, ob es ein Tag ist, ob es eine Woche, ob es 10 Jahre sind, das wissen wir nicht. Aber wir sollten es so gestalten, als ob es für uns wie eine Ewigkeit ist. Und wie ich und einige es ja sowieso wissen, wir leben ewig. Und auch bei dieser Veröffentlichung weiß ich halt, dass ich bin da meinem Herzen gefolgt und bin meiner inneren Stimme gefolgt. Und es ist jetzt so weit schon rum und jeder kennt es oder viele kennen es. Und ich bestätige damit die Erlebnisse von den Menschen, die sagen, oh, bin ich was Besonderes? Einige sagen, oh, ich bin bekloppt. Nee. Nein. Drum, ja, es ist meine Botschaft für heute. Überlegt euch, was will ich machen? Will ich das hinausschieben? Einige sagen ja auch immer, Silvester, das mache ich auch. Ja, dieses Jahr will ich abnehmen. Dieses Jahr will ich wieder schlanker werden. Ja, ich bin ja ein bisschen fülliger geworden. Aber ich stelle mir einfach wieder vor, dass ich schlank werde. Und dann werde ich das auch. Dann mache ich wieder meinen Sport, was ich jetzt schon mache. Ich mache Dinge, die mir Freude machen. Kennt ihr das? Malen. Ich habe die liebe Sonja kennengelernt. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Christina, Raho. Ich kann die gar nicht, meine liebe Mary. Wir haben uns alle noch nicht gesehen. Aber wir sind zusammengeführt worden, weil wir die gleichen Lebensweisheiten haben. Wir wollen Dinge tun, die uns Freude machen und die es weitergeben, weil es uns Freude macht. Ich denke mal, viele kennen das. Oder wenn ich bloß einer älteren Dame, meiner Nachbarin, mein nettes Wort schenke, die ganz alleine lebt, oder ihr helfe oder mal gemütlich mit ihr Kaffee trinken gehe, das ist so eine Freude, die nicht nur mir selber gut tut, sondern auch der älteren Dame, der ich eine Freude mache. Und ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich denke mal, du bist jetzt zu meinem Video geführt worden, was kein Zufall ist, weil du genauso davor bist. Du überlegst dich, ja, wie soll ich das machen? Einfach anfangen. Einfach irgendwo anfangen. So wie ich zum Beispiel eine Idee habe, ich stricke mir jetzt was. Ich stricke mir jetzt eine Strickjacke mit Herztopfmuster. Ich habe die Idee im Kopf und lege los. Und dann am Ende ist es genauso geworden, wie ich mir dachte. Was wären wir ohne Bill Gates zum Beispiel? Oder noch viel, viel andere Menschen, die die Glühbirne entworfen haben, das Penicillin, alles, alles. Die hatten alle eine Idee, die haben Stunden in ihrem Keller verbracht, in ihren Laboren verbracht, so wie ich auch stundenlang sitze, um zum Beispiel eine Strickjacke zu entwerfen oder einfach einen Mantel zu häkeln. Oder mit meinem Fotoapparat loszugehen und schöne Fotos zu machen. Oder mein schönes Ibiza-Video, was ich gemacht habe. Wo auch schon jeder sagt, man merkt die Magie in diesen Fotos. Ja, wenn ich etwas vom Herzen her mache, wenn ich etwas mache, was mir Freude bringt und Glück bringt und Spaß bringt, das füllt doch total aus. Und wenn ich meine Gedanken nicht auf das Negative richte. Manchmal ist es nicht einfach, ich weiß es selber. Meine wohnliche Situation ist so. Und es wiederholt sich, wenn ich jetzt überlege, es wiederholt sich die Familiengeschichte wieder. Und einige von euch wissen halt, ich plane ein Buch, da werde ich das eben halt auch erwähnen, was ich erlebt habe. Und wenn ich jetzt rückblicke und sage, ich kann natürlich auch jetzt jammern und sagen, oh Mann, das ist alles so schlimm und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gejammert. Das ist auch ganz normal, dass man jammert und weint und traurig darüber ist, dass Dinge kaputt gehen und warum machen die das jetzt und warum sind sie so böse? Warum gibt es so viele, wie ich sie nenne, dumme Menschen, die sich die Freude eben verwehren, schöne Dinge zu machen, fröhlich mit jemandem zusammensitzen? Habe ich doch zum Beispiel gehört, dass einer sogar in Syrien saß mit seinem Klavier. Hat dort gespielt, weil er den Menschen Freude bringen wollte und musste dann wieder fliehen. Man hat ihm sein Klavier kaputt gemacht, weil diejenigen eben halt die Bösen nicht wollten. Na, bösen, dumme Menschen, wie auch immer man diese Menschen betitelt. Ja, und dieser junge Mann hat aber weiter seinen Traum gelebt. Er wollte weiter Musik machen. Und wenig später hat er hier auf dem Konzert als
Pianist im Konzert, im Freilichtkonzert hat er gesessen und hat Bands begleitet. Und sein großer Traum ist jetzt, dass seine zwei Söhne und seine Frau zu ihm kommen. Und ich weiß, er wird es schaffen. Wir dürfen uns halt nicht von diesem Negativen ablenken lassen. Manchmal denke ich, das ist auch eine Prüfung, wie weit wir unseren Träumen folgen. Und wenn ich dann die Dinge mache, die mir Freude machen, dann kommen ja immer mehr Leute dazu. Immer mehr und immer mehr, die so ticken wie ich und mir selber auch Freude machen und sagen, Mensch, es ist toll, dass du so schöne Sachen machst. Oder ich kriege zum Beispiel bei Facebook plötzlich Freundschaftsanfragen von Menschen, wo ich sage, das sind prominente Menschen der Öffentlichkeit, die mir die Freundschaft anbieten. Und ich sie dann frage, ja, warum? Warum? Ja, mir hat das gefallen, was du gemacht hast. Und ich freue mich, was du gemacht hast. Und du bist so wie ich, wir ticken gleich. Ja, und je mehr Menschen das machen und je mehr Freude verbreiten, da geht das Negative geht ein. Kennt ihr das? Ich habe da auch so, ich spreche zum Beispiel mit meinen Blumen. Das kennt ihr vielleicht auch einige. Ja, nun habe ich ja letztes Jahr nicht viel geschafft. Oder doch sehr, sehr viel geschafft. Ich habe meiner Mutter sehr, 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 sehr viel Zeit geschenkt, weil sie ja an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und auch daran operiert worden ist. Und es eine Zeit gab, wo es ihr nicht so gut geht. Und jetzt, ja, heute hat sie auch wieder eine Untersuchung. Und natürlich glauben und hoffen wir ja und wissen wir, dass es gut ausgeht. Und da habe ich ihr sehr viel Zeit geschenkt. Und ich betreue meine Mutter im Moment und sehe, was ihr das für Freude macht. Und ihre Nachbarn sagen alle, Mensch, wie toll du bist. Das ist so toll, was du machst. Ja, aber macht das nicht jeder? Eine Mutter zieht Kinder groß und Kinder können doch auch ihren Eltern helfen, wenn sie nachher älter werden und nicht mehr können. Das ist doch auch eine Freude, was man macht. Man macht ihnen eine Freude, dass sie nicht alleine da sind, keine Angst zu haben brauchen. Die Menschen müssen ja nicht ins Pflegeheim. Sie können doch in ihrer Familie groß werden oder ihre Familie drumherum. Wie, ich freue mich so, dass ich dich auch kennengelernt habe, liebe Mary. Das war auch, hätte ich niemals dich kennengelernt, hätte ich mein Video Wir leben ewig nicht hochgeladen. Oder, liebe Christina, wir haben uns noch nie persönlich in die Arme geschlossen, aber wir lieben uns, wir telefonieren regelmäßig, wir teilen die Freude auch mit deinem neuen Buch, weil Kendra, das ist es, wenn ich das lese, dann kriege ich Gänsehaut, weil das, ja, es berührt mich halt, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen gerührt. Naja, und jetzt schweife ich wieder ab, ja, weil ich so gerührt bin über diese tollen Menschen, die ich kennengelernt habe durch dieses Video Wir leben ewig oder mein Nahtoderlebnis. Die Menschen sind halt, oder diese lieben Menschen sind halt zu den Videos geführt worden. Natürlich gab es da auch Menschen, die mir das nicht gegönnt haben und dann, ja, viele schöne Kommentare gelöscht haben und sowas. Aber was sind die Kommentare überhaupt? Dass die Worte bleiben in einem drin und das, was ich aussehe, das ernte ich irgendwann. Das macht einen doch nicht glücklich, wenn man jemand anders wehtut. Na, und nun komme ich wieder zu meiner Blume. Die lieben Nachbarn von meiner Mutter, Malis, die schenkten mir solche großen 2 Stück Heide. Sie wollten ihren Garten umgestalten und fragten, ob ich die haben wollte. Ich sage ja gerne. Und da ich das nicht geschafft habe, letztes Jahr sie einzupflanzen, weil meine Mutter sich noch nicht entscheiden konnte, wo sie sie hinhaben wollte, habe ich sie in 2 Übertöpfe gepackt. Den einen in einen Tontopf und die andere in einen Kunststofftopf. Nun gut, und nun gab es Winter, es wurde ja kalt. Und im Frühjahr sah ich, dass die eine Heide total, nur das Gerippe war, nichts Grünes mehr, gar nichts mehr. Die andere total grün. Und alle sagten, die schmeißt du weg. Und ich, nein, die schmeiße ich nicht weg. Und dann bin ich immer zu ihr runter, habe sie gegossen, habe sie gestreichelt, habe mit ihr geredet und habe gesagt, schau doch mal, wie nett deine Freundin hier ist, die ist grün und groß, willst du nicht auch noch grün und groß sein?
Du wirst es schaffen, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Du schaffst es, wieder grün zu werden. Ja, und meine Mutter sagt, willst du sie nicht doch wegschmeißen? Das wird sowieso nichts mehr. Und ich sage, nein, ich weiß, die wird wieder. Manche sagen, hier, bekloppt. Nein. Und ich bin dann immer regelmäßig zu ihr runter. Nicht jeden Tag, aber regelmäßig habe sie gegossen. Und ich muss ehrlich sagen, es sah wirklich danach nicht aus. Und ich habe gesagt, sag mal, du bist doch, sollst du nicht wirklich doch wegschmeißen? Und ich wusste aber, ich schaffe es. Und eines Tages, ich glaube nach 2 Monaten oder so, ich weiß es nicht mehr genau, kamen die ersten kleinen grünen Spitzen. Oh, habe ich mich gefreut. Und ihr werdet es nicht glauben, es war grün. Und genau das Gleiche, da erinnere ich mich auch in meinem eigenen Garten. Das ist das kleine Häuschen, was meine Großeltern sich hochgezogen haben, nachdem meine Oma ja auch aus Dresden geflüchtet ist. Sie hat den Bombenangriff alles überstanden und ihr Haus ist auch stehen geblieben. Bloß dann wurde sie halt bedroht und hat gedacht, ich möchte nicht das Leben riskieren, ich gehe lieber, weil sie keine große Hilfe fand, außer eine Nachbarin, die sehr mutig war und hat sich dann wieder ein schönes Häuschen ausgebaut, aus einem riesen Trümmerhaufen. Und da stand dann halt auch dieser schöne große Birnbaum, der jetzt immer noch da steht, der über 100 Jahre alt ist. Und ich wohne da jetzt, obwohl auch ich habe Erlebnisse da, die meiner Oma ähneln. Und wo ich dann eben halt sage, es wird sich wieder ins Positive wandeln. Vieles ist ja auch so, wie ich innerlich drauf bin. Was möchte ich? Dann ändert sich das. Aber da ich ja jetzt sowieso meiner Mutter im Moment betreue und ihr helfe, liegt auch mein Garten im Dornröschenschlaf. Aber wenn ich da hinkomme und das Üppige sehe, und vor 2 Jahren war ein riesengroßer Sturm und ich habe eine ganz tolle Kletterrose. Die habe ich an der Mauer, wenn ich so die Küchentreppe runtergehe, ist sie an der Mauer und die rankt dann so rüber zur Teppichstange. Und im Winter gab es mal einen Riesensturm. Und dieser große Ast, so ein dicker Ast, ist abgebrochen. Das ist genau der Ast, der zur Teppichstange geht. Und hängt an einem ganz kleinen Zipfel. So ein kleiner Zipfel ist das. Daran hängt er nur noch. Und irgendwie, kennt ihr das auch, das Innere, was sagt, nee, nicht wegmachen. Meine Mutter wollte das damals schon, komm, wir machen das ab. Und ich, aus irgendeiner Intuition heraus, ich weiß auch nicht warum, habe gesagt, nee, lass das. Obwohl ich dann auch, wenn so ein kleiner Zipfel hängt, dann schneide ich die Äste eigentlich auch ab. Aber irgendwas sagte mir, lass es. So, und einige von euch kennen ja die Fotos, wie die Rose aussieht. Und dann habe ich nur zum Halt so ein kleines Seil rumgewickelt. Der Ast ist aber immer noch abgebrochen. Er ist so dick. Und nur hängt nur an diesem kleinen Zipfel. Ihr werdet es nicht glauben, letztes Jahr hat er geblüht und auch dieses Jahr voll ausgeschlagen, voller Knospen, was ein Wunder ist. Und das sagt mir auch, es gibt ja zwischen Himmel und Erde Dinge, die wir nicht verstehen. Aber wenn wir dran glauben, dass etwas Gutes passieren kann, kann es auch, wie zum Beispiel meine Heide oder jetzt die Rose. Und dann hatte ich auch noch, kennt ihr diesen Zuckerhut? Das ist auch ein kleiner Buschbaum, der so spitzförmig zuwächst, wie halt ein Zuckerhut. Oder diese Zuckerpyramide, die man bei der Feuerzangenbowle hat. So sieht dieser Baum aus. Und die bekam ich auch von einer Freundin geschenkt, Sandkistenfreundin Kerstin, mit einem wunderschönen Tonübertopf. Und eines Tages komme ich hin und er ist genauso ein Gerippe wie halt diese Heide. Das war vor 4 Jahren ungefähr. Und wieder hörte ich, Mensch, das kannst du wegschmeißen, das kannst du wegschmeißen. Und ich, die Blumen haben oder so, die kennen das. Ich glaube auch sehr viele, die mit Leib und Seele Gärtner sind, die kennen das. Wenn sie dann im Garten sitzen mit ihren Blumentüdeln und jeder sagt, ja, kenne ich rede mit meinen Blumen auch. So, und dann habe ich diesen Baum immer gegossen. Das ist, ja, der war so hoch. Wirklich nur noch die Äste dran, nichts Grünes mehr, absolut nichts mehr. Alle kleinen Nadeln, grünen Nadeln waren runtergefallen, nichts mehr da. Und da habe ich das genauso gemacht. Immer nicht zu viel Beachtung, aber immer mal wieder hin. Och, mein kleiner Mensch, komm, du wirst doch noch leben und komm doch. Und habe ihn dann gegossen, betüdelt und immer mal meine Energie geschenkt. Ja. Und vorher und nachher, ihr werdet es nicht glauben, es ist wieder ausgeschlagen. Und
Ja, das ist denn so, und so ist das mit unseren Träumen. Auch wenn nur ein Gerippe da ist oder alles ganz schwarz ist, wie eigentlich ja diese Heide, sie war ja schwarz, dieser kleine Baum war schwarz, meine Rose hängt nur noch an so einem Zipfel und trotzdem blüht sie. Können wir doch mit dieser Energie, und jetzt spüre ich diese Energie wieder in den Händen, doch vieles verändern. Wenn wir auch sagen, wir schaffen das einfach, ich schaffe es einfach. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich es schaffe, aber ich mache es und ich schaffe es auch. Und das ist, kann man gar nicht beschreiben. Und drum, tu es doch. Warte nicht drauf, bis du zum Beispiel Rente hast oder dann wieder Silvester irgendwie dastehst und sagst, ja, ich möchte mir dieses Jahr dies und das vornehmen oder ich möchte ein Buch schreiben und jemand anderes, pff, Buch schreiben? Wieso bist du ein Buch schreiben? Du hast auch noch nie ein Buch geschrieben. Oder der eine sagt, ja, ich möchte einen Film machen. Und der andere sagt, hast du doch noch nie gemacht. Pff, wird ja auch sowieso nie was. Aber wir kriegen doch innerlich Impulse. Und ja, wir können es schaffen, wenn wir fest dran glauben, dass wir das auch schaffen und alles dafür tun, den ersten Schritt tun, so wie wir als kleines Kind waren. Als Kleinkind, als Baby, haben wir da Angst? Wir machen es einfach, wir tun es einfach. Und wenn du denn die Kleinen, ich sage ja, ich habe mit so vielen Kindern zusammengearbeitet, ich habe ehrenamtlich sehr, sehr viel gearbeitet und tue es jetzt immer noch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit. Gut, im Moment war ich nicht so beweglich, aber ich arbeite dran und weiß, dass es wieder wird, obwohl auch einige sagen, du musst dich damit abfinden, es wird nie wieder so. Doch, ich werde es so schaffen. Und wie hat Katja Ebbschan schon gesungen? Wunder geschehen immer wieder. Das ist wirklich so. Wunder geschehen immer wieder. Und wenn ich dann die kleinen Kinder sehe, die mich dann auch fragen, Frau Becker, warum sind die Erwachsenen immer so böse und gemein? Warum sind sie immer so wütend? Und warum genießen sie das nicht? Ja, darauf finde ich eigentlich auch keine Antwort. Aber was ich so in der letzten Zeit eben halt auch Revue passieren habe, seit ich in den Vorbereitungen meines Buches bin, einige wissen ja von euch, was ich auch in meinem Nahtoderlebnis beschrieben habe, das ist ja auch ein Erlebnis gewesen, was so wundervoll war. Das war 1995, das ist jetzt 21 Jahre her. So toll, dass es wie gestern war. Und dort wurde mir gesagt, ich wollte ja nicht wiederkommen, du musst, du hast auch so viel zu erledigen. Und wenn ich jetzt sehe, was alles passiert ist, ich bin immer auf Menschen getroffen, die so und grimmig waren oder irgendwelche Dinge getan haben, die nicht ganz menschenfreundlich waren. Ich drücke mich mal so aus. Und ich denn, es ist halt so, das kennt ihr ja auch so, wie heißt es, einige sagen, Gottesmühlen mahlen langsam aber gerecht oder belügen lohnt sich nicht, weil Lügner fliegen auf oder sowas. Es ist wirklich so. Ne? Drum verstehe ich auch nicht diese dummen Menschen, warum ihr das alles macht. Und dann habe ich zum Beispiel ja auch meine kleine Nichte, wie sie ganz klein war, die hatte dann ja auch Eingebung, hat sie eigentlich jetzt immer noch, wie sie damals auf ihrer Schaukel saß und ich plötzlich dieses Gefühl wieder kriegte, dieses warme Gefühl und wusste, ja, das kennt ja auch einige von euch, ihr wisst es ja, ich brauche es gar nicht näher zu beschreiben, wo man weiß, man ist beschützt. Man sagt, der eine sagt, ich, das ist mein Schutzengel, oder der andere sagt, das ist meine innere Stimme, die mich leitet oder so. Und wie die Kleinen, wie ich dann plötzlich dieses Gefühl wieder hatte, während ich der Kleine an der Schaukel anschubste. Und plötzlich guckte sie wieder nach oben und sagte, und lachte und lachte und lachte und lachte und sagte, ich sagte, was hast du denn? Oh, Kerstin da oben, da sind die Kinder wieder, die Kinder sind wieder da. Ich sag, was für Kinder? Ja, die fliegen da oben, die fliegen da oben. Und da ich auch dieses Gefühl hinter mir hatte, habe ich sie dann gefragt, und Henriette, was ist hinter mir? Oh, sagt sie, oh, da sind sie. Und dann sprang sie, sie hatte so eine Doppelschaukel, stand sie plötzlich auf und sagte, oh, die sind so groß und die haben blaue Kleider an. Ja. Und da hat sie diese Engelwesen gesehen. Sie hat sowieso viel gesehen. Die ist zum Beispiel in die Wohnstube reingerannt gekommen, guckte plötzlich unter den Stuhl und sagt, ach, ihr habt auch einen Hund. Und wir nun? Und wir sind ja nicht näher eingegangen.
weil auch ihre Eltern dabei sind und ihre Eltern sind leider für sowas nicht offen oder mir gesagt, leider, das ist eh halt ihr Weg, dass sie eben halt anders sind. Und wir haben eigentlich zwei Hunde in unserem Leben gehabt, unter anderem unsere Bella. Das war ein Hund aus dem Tierheim, das war ein Schäferhund und die hat mein Onkel Manfred damals, wo sie noch zusammen im Häuschen wohnt, was meine Oma wieder mit ihren eigenen Händen, wo sie einen ganzen Schutzhaufen auseinandergenommen hat, um da wieder ein schönes Zuhause für ihre Kinder und ihren Mann zu bauen, hatten sie den Hund für eine Weile. Und das war ein ganz lieber Hund. Und dann hatten wir unseren Schnuffel, ein Hund, das war ein, wer einen Dackel hat, der weiß es. Hunde sind, diese Hunde haben einen dicken Kopf, die tun nur das, was sie wollen. Rote Haare, langer Dackel und der ist immer seinen eigenen Weg gegangen. In seinem Ort, da kannte ihn jeder. Er ist jeden Morgen spazieren gegangen, konnte Sprossenleitern steigen. Und wir als Kinder, mein Bruder und ich, wir waren dann immer auf dem Weingut meines Onkels in Rheinhessen, unterhalb von Worms. Ein Riesenhaus. Und dann haben wir immer mit den Kindern gespielt, mit Junior und Fritzchen. Und die waren auf dem Trakehner gestüt. Und das war wirklich Ferien wie die Kinder von Bullerbü, wenn ihr das kennt. Wir hatten unsere eigene kleine Hütte, das war ein altes, fahrbares Hühnerstall, Hühnerhaus, was auf die Felder früher gezogen worden ist und da haben wir drin gespielt und es war wirklich toll, wirklich mit sich zu beschäftigen, schöne Dinge zu machen und ich erinnere mich so gerne an meine Kindheit und es gibt ja auch bei Facebook diese Gruppe Wir Kinder von damals und ja, da wird ja auch so viel eben halt gemacht und getan. Und da wird auch immer wieder dran erinnert, dass man ja nicht an seinem Smartphone hängt, sondern auch mal in die Natur geht, mal was Schönes macht. Ja, und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach nur toll, so schöne Dinge zu erleben. Ja, und dann, ja. Was soll ich sagen? Jetzt bin ich so ein bisschen rausgekommen, weil eben gerade mal das Telefon ganz kurz geklingelt hat. So, eben klingelte das Telefon. Und all ihr Lieben, ihr habt so recht. Ich bin ja nun abgebrochen worden von meinem tollen Video. Ich schneide es einfach zusammen. Oder mache es als zweiten Teil. Oh Mann, das ist so toll. Wir haben's. Ich danke euch allen, die an uns geglaubt haben. Meine Mutter hat ja heute ihre große Untersuchung im Krankenhaus gehabt. Und jetzt ist es ja 9:55 und sie sagt, ich komme schon nach Hause. Eigentlich haben wir gedacht, das dauert alles lange. Es ist alles okay. Keine Metastasen, nichts, alles super, alles toll. Und ja, Dörte, was hast du gestern noch zu mir gesagt? Deine Mutter wird alt, die wird 93 oder was, alles ist gut. Liebe Christina, du auch, du hast es gesagt, deine Mutter kommt nach Hause und du bist fröhlich und ihr fahrt noch nach Laboe. Ja, es regnet, aber wir werden es wohl fahren. Und so viel dazu, auch wenn alles so negativ ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also mich überkommt gerade so viel Fröhlichkeit, so viel Freude und ach, ich finde das so toll. Und ja, ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, ja, dass es euch alles gibt, alle gibt, ihr allen lieben Menschen und wenn wir alle zusammenhalten und ach, ich bin total berührt. Ihr merkt das, ich bin total berührt. Und ja, es gibt Wunder, es gibt wirklich, wirklich, wirklich Wunder. Und ja, zu meiner Mutter, das war ja auch damals, wo sie letztes Jahr, wo wir da in Laboe gewesen sind und da ging ihr das total schlecht. Ja, sie hatte auch ihren Gehwagen und dann waren wir am Strand in Laboe, kein Mensch war da, es war... Ja, und wir haben unser Auto geparkt. Kennt ihr das mit der Parkplatzbestellung? Die Parkplatzbestellung ist so super genial, die ist so super geil. Die klappt immer. Bei meiner Mutter und mir klappt sie immer. Wir sagen immer, Oma, wir brauchen einen Parkplatz. Und egal, wie voll das ist. Und im Moment ist es ja auch proppenvoll.
Die ganzen Touristen sind da. Ihr werdet es nicht glauben, Parkplatz kriegen wir immer. Und so ist es auch mit allem. Wir müssen nur fest daran glauben. Und an diesem einen Tag haben wir an unserer Lieblingsstelle, oder wir kennen ja da so einen geheimen Ort, wo, ja, geheim ist er nicht, einige Ansässige kennen eben halt diese Straße, wo man noch gut parken kann. Und dann haben wir den Parkplatz gekriegt, auch wieder sehr groß. Und meiner Mutter ging es so schlecht. Und dann stand da eine Frau mit knallrotem Fahrrad und knallroter Hose am Strand. Und da war ein riesen Segelschiff, 3 Master. Das ist zig Millionen Euro kostet das. Das baut sich einer, erfüllt sich da seinen Traum. Es ist wirklich riesig, es ist bombastisch. Und ich habe es dann fotografiert. Und meine Mutter kam dann mit dem Rollator da an und ich kann nicht mehr. Und ja, und dann sagte die Frau, ach, haben Sie es mit dem Herzen? Und dann sagte meine Mutter, nein, ich habe den schlimmsten Krebs, den es überhaupt gibt, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann sagte die Frau, ach, da muss ich Ihnen was erzählen. Sagt sie, ich habe eine Freundin, bei der haben sie das mit 80 festgestellt. Die hat eine 8-stündige OP gehabt, der hat mal den ganzen Bauch aufgeschnitten und haben ihr eigentlich keine Überlebenschancen gegeben. Und ja, dann aber sagte sie dann plötzlich, ihr ging das auch sehr schlecht und wir haben immer damit abgeschlossen, sie geht jetzt. Ja, sagt sie, und vor ein paar Tagen haben wir ihren 95. gefeiert. Ach, ich bin so glücklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Unsere Gebete wurden erhört und egal was du jetzt gerade hast oder wie es dir gerade geht, oder denk an meine Pflanzen, die wirklich nur Dürre waren und wo man nicht dachte, dass sie jemals wieder kommen. Glaube daran, dass du alles erreichen kannst. Lasse dich nicht von den negativen Schlagzeilen runterziehen. Es gibt überall negative Menschen und ich habe auch viel Negatives erlebt und erlebe es immer noch so, dass ich erst mal aus meinem Zuhause rausgegangen bin. Auch ähnlich wie die Syrer da unten, die armen Familien und sowas. Aber was ist denn? Diejenigen, die schlimmen Dinge tun, die hinterlassen ein Chaos. Und ich werde keinen Gedanken dran verschwenden. Ich werde keine Namen nennen, um diese Menschen zu bestärken in ihrer Sache. Sondern ich freue mich, tolle Menschen kennenzulernen. Diese tolle Nachricht heute. Ich bedanke mich bei den tollen Ärzten, die meine Mutter hatte. Diese tolle, ich darf ja nun keine Namen nennen, oder darf ich doch, Dr. Koch, das strahlende Gesicht von diesem tollen Mann, seinen ganzen Kollegen, die ihm geholfen haben, die glücklich waren, die auch während der OP bei meiner Mutter sagten, es ist ein Wunder gewesen, wie das gegangen ist. Ihre Mutter hat mitgeholfen und was während der ganzen Zeit passiert ist, während der OP und davor und danach. Wie gesagt, vielleicht mache ich dann hier auch nochmal ein Video und berichte das. Aber auch noch eine Kleinigkeit, auch zum Beispiel die Kinder. Hört bitte auf eure Kinder. Behandelt eure Kinder gut. Lasst nicht euren Frust an euren Kindern aus, an euren Mitmenschen aus. Schenkt ihm ein Lächeln, Umarmung. Es tut nicht nur deinem Gegenüber gut, den du umarmst, den du anlächelst, sondern es tut auch dir gut. Denn ich glaube es dir nicht, wenn du jemanden anschreist oder anbrüllst oder fertig machst oder ihm sagst, dass er blöd ist oder dass er scheiße ist, dass du dich dabei wohlfühlst, du reibst dich auf. Hey, lächel doch mal und sag, ja, ich mache heute eine Freundin. Nimm doch mal dein Kind wieder in den Arm und freu dich. Wie oft haben mich die Kleinen gefragt, warum sind die Erwachsenen so? Warum? Und ich bin so dankbar, ich bin so stolz auf dich, Tristan, und auf dich, Henriette. Ich bin so stolz auf euch beiden Süßen. Wir sind seelenverbunden, ihr seid meine Kinder, auch wenn ihr nicht meine Kinder seid in diesem Sinne, ihr andere Eltern habt. Aber ich liebe euch so sehr. Und oft habt ihr an mich gedacht und wenn es mir schlecht ging, habt ihr plötzlich vor der Tür gestanden mit euren Eltern. Und eure Eltern haben gesagt, die Kinder wollten unbedingt dich besuchen kommen. Ja, meine Süßen, mein lieber Triss, meine liebe Henriette. Ich weiß, ihr seid so stark, ihr werdet alles erreichen und ihr werdet Menschen sein. Und Menschen werden, seid ihr ja schon, ihr seid ja schon kleine Menschen, die Freude verbreitet, die so liebevoll seid, einfach nur genial und einfach nur toll. Ne? Und das finde ich so super. Und noch eins, letztens auch, da kamen mir wirklich die Tränen.
Da holte ich meine kleine Henriette ab. Wir wollten uns einen schönen Tag machen in Laboe mit meiner Mutter. Und sie freute sich schon drauf. Ein Tag mit ihrer Oma und mit ihrer Tante. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Kirsten, ich denke so oft an dich. Ich denke so oft an dich. Ich bin dein Schutzengel. Ich bin der Schutzengel von dir und von Oma Hannelore. Ich sag ja, und ich bin dein Schutzengel. Und dann guckt sie mich an. Du Kirsten, auch wenn wir uns oft nicht sehen, wir sind miteinander verbunden. Nee, verbunden sagte sie nicht. Du weißt doch, dass, wie das ist mit Schutzengeln. Auch wenn wir uns nicht sehen können, wir sind doch zusammen. Wir sind doch füreinander da. Und da habe ich nur gedacht, obwohl die Kleine nun 7 Jahre schon alt ist, sie hat immer noch diesen Spirit, sie hat immer noch diese Wahrnehmung und dieses Gefühl und dieses, wie es dem anderen geht. Und ich denke jetzt auch an meine Süßen. Und ich weiß, ihr habt viel Spaß in einem Urlaub. Und ich wünsche euch allen wünsche ich viel Spaß und viel Freude. Und lasst uns die Dinge tun, die uns Freude bringen. Und ja, ich jubel jetzt hier und ja, Heidi oder Stefan, ihr seid alle toll, ich finde euch toll, aber es ist ja immer so, das, was ich ausstrahle, das kommt zu mir zurück. Und wenn ich Freude ausstrahle und Dinge tue, die mir Freude bringen, das ist doch super. Und ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, tut die Dinge, die euch Freude machen. Wartet nicht erst bis morgen oder übermorgen oder das mache ich irgendwann, wenn ich Rente habe. Macht es jetzt, folgt euch am Herzen. Ihr wisst gar nicht, was ihr alles Schönes erschaffen könnt. Und euch geht es gut, ihr habt Freude. Ja, und so könnte ich noch stundenlang weiterreden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Menschen, die ich noch treffen werde, die ich mit meinem neuen Video an diesem wunderschönen Tag erreichen kann. Ach, ich freue mich und ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Kirsten Becker. Ciao.